Julia. Ihr erstes Mal bei 3 nach 9? Als Praktikantin, war sehr schön. Was haben Sie gemacht? Ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist in Ordnung. Ich saß hier auch, bevor Sie beide im Studio waren, als Lichtdubel hier im Kreis. Ein Lichtdubel, das müssen Sie, glaube ich, erklären, was ein Lichtdubel ist. Das haben wir ja schon mal geübt. Ein Lichtdubel ist jemand, der jetzt auf meinem Platz sitzen würde, bevor ich zum Beispiel hier bin, damit sich alle in der Redaktion vorstellen können, wie die Sendung aussehen wird. Genau, und da saß ich also mit einem Schild von jemand anderem um den Hals hier und habe zugehört. Wissen Sie, wen Sie gedoubelt haben? Weiß ich nicht, weiß nur, dass die Bosshaus mir gegenüber gesessen haben und einen Song geprobt haben und ich war ganz beeindruckt, so nah da dran zu sein. Und dann saß ich während der Sendung hier mit, ja, im Publikum und war ganz glücklich. Und wie viele Jahre ist das her? Das ist 6 Jahre her. 6 Jahre, das fällt zusammen mit Ihrem ersten großen, viel beachteten Auftritt. Da sind Sie vor einem Publikum aufgetreten und jemand hat das gefilmt und haben aus einem selbstgeschriebenen Gedicht vorgelesen, aus der die schöne Zeile stammt: Eines Tages, Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Dieses Video ist dann 13 Millionen Mal angeklickt worden und es ist unglaubliche Karriere losgegangen, so dass Sie heute eine Vollzeitdichterin sind. Was ist Ihnen in der Zwischenzeit zum Männermarmelade eingefallen? Ich weiß, das ist eine Unverschämtheit, aber Sie haben gesagt, Sie nehmen das tapfer auf sich. Ich habe eher gelächelt und gewartet, dass Sie es vielleicht vergessen. Nein, aber, das ist safe. Ich möchte übrigens dazu sagen, dass der Satz, den Sie gerade vorgelesen haben, ein übersetztes Zitat aus einem Lied von Asaf Avidan ist. Ich weiß, es war nur so kompliziert zu erklären, deshalb habe ich es ein bisschen verkürzt. Genau. Ich wollte es irgendwie aber trotzdem dazu sagen. Also das ist der Satz, der nicht von mir ist. Wenn Sie es vertiefen wollen, fragen wir Herrn Grossmann. Das mit der Männermarmelade ist, ist so, dass ich erstens die ganze Zeit sehr angeregt zugehört habe. Also ich habe die Aufgabe wie so eine Hausaufgabe vergessen. Mhm. Und ich schreibe oft über Dinge, mit denen ich mich auf irgendeine Weise auskenne oder die mich sehr beschäftigen. Und Männermarmelade ist erst heute tatsächlich auf meinen sozusagen inneren Bildschirm gekommen. Deswegen dauert es vielleicht noch ein paar Tage, bis da wirklich die Emotionen rauskommen. Wir schütteln Sie da in keiner Weise. Mhm. Sie haben ja auch gerade was fertig geschrieben, Ihr 5. Buch. Ja. Und da ist ein, ja, wie soll man das nennen, ein Gedicht, das auf zwei Menschen sich bezieht, die zumindest Mario Adorf und Peter Maffay und ich noch gut kennen, also an die wir uns noch gut erinnern können, nämlich Yoko und Ono. John Lennon und Yoko Ono. Und das war ein kleiner Fehler, den ich eingebaut habe, um zu sehen, ob sie noch wach sind. John Lennon und Yoko Ono, das Liebespaar schlechthin. Für Sie ein Vorbild gewesen, Peter? Nein. Waren Sie von den Beatles in irgendeiner Form beeindruckt? Absolut. Und von wem besonders? Eigentlich schon am meisten von John Lennon. Na, sehen Sie. Ja, aber nicht in dieser Kombination. Ich verkneife mir den Kommentar, der mir gerade auf der Zunge. Und was hat Sie an den beiden so fasziniert? Ich bin in erster Linie ein großer Yoko Ono-Fan. Ihr Buch Grapefruit ist eines meiner Lieblingsbücher. Ihr Twitter-Account finde ich auch sehr inspirierend. Und, Sie folgen ihr? Ich folge ihr nicht, aber ich gucke immer mal nach, was sie so gerade sagt. Also ich mag sie gerne und für mich sind John und Yoko, wie auch andere Paare, eher so Symbole oder Platzhalter für Hoffnung, für auch Liebe. Ja. Mhm. Weil Sie diese große Kunstfertigkeit haben, Worte aneinander zu reihen, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine kurze Kostprobe servieren würden. Serviere ich gerne. Ja? Also es ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Gedicht, das John und Yoko heißt. Das ist rübergekommen, glaube ich. Okay, es geht so. Ja, ich weiß, es ist alles schwierig gerade und ich weiß, es fühlt sich nicht gut an. Und ich weiß, wir suchen Liebe, aber sie zu finden ist auch viel verlangt. Und ich weiß, wir sind uns noch nicht sicher. Und ich glaube, wir können nichts dafür.
Denn manchmal will man lieber, dass man nichts hat. Davon kann man nämlich nichts verlieren. Heute sind wir kompliziert. Heute sind wir mir zu viel. Heute kommen wir noch nicht an. Heute nicht, aber irgendwann. Denn irgendwann sind wir wie John und Yoko, chillen in Bonn oder Tokio auf dem Balkon unserer Wohnung. Und wir hören dazu Lana oder Meckes und wir haben längst vergessen, was das war, was uns verletzt hat. Und irgendwann sind wir wie Juno und Blika, spielen Uno oder FIFA, ich trage einen Kimono, du Sneaker. Und dann tauchen wir durch Spree oder Rhein, trinken Tee oder Wein, spielen im Schnee, wenn es schneit. Und irgendwann sind wir wie Ellie und Noah. Stell dir noch mal vor, man, jemand nennt uns Oma, Opa. Und wir singen dazu Tiersen oder Bach und spazieren durch die Nacht zwischen Tierpark, Markt und Gracht. Und irgendwann sind wir wie Susie und Sam und wir cruisen mit einem Van über Budapest nach Gent. Und dann guckst du an der Ampel zu mir rüber, stimmst leise unser Lied an und fragst, weißt du noch, früher? Und ich nick und denk, vielleicht sind wir wie Frühlingsblumen, die immer wieder blühen und für dich würd ich alles. Und ich nick und denk, vielleicht sind wir wie Frühlingsblumen, die immer wieder blühen und für dich würde ich alles wieder tun. Es gibt in dem Buch, Mario Adorf hat es gefallen, es gab da ein Gedicht, bei dem ich überlegt habe, gerade Ihnen zuliebe, das, Sie zu bitten, das vorzutragen, nämlich Goethes Italienreise. Das haben Sie umgedichtet in ein Poem, wo es darum geht, dass Goethe eine Midlife-Krise hat. Mhm. Und die Reise soll ihm helfen. Mhm. Und das ist nur wahnsinnig lang, aber lesenswert. Wirklich, Dankeschön. Wirklich lesenswert. Mir fällt gerade, ich fand das übrigens wunderschön, danke. Mir fällt gerade nur eine Kleinigkeit ein, ist jetzt vielleicht ein bisschen platt dagegen, aber ich dachte gerade, ai wei wei, oh wei, ich war neulich in Shanghai und fand es furchtbar, entsetzlich und schade, denn es gab dort keine Männermarmelade. Julia, für die, die Sie noch nie live erlebt haben und vielleicht auch dieses berühmte Video nicht kennen, es gibt ja Menschen, die sich Zeilen aus ihren Gedichten tätowieren lassen. Ja. Unfassbar. Ja. Was sind denn das für Zeilen? Welche gefällt Ihnen besonders? Wo fühlen Sie sich besonders geschmeichelt, dass Sie sagen, die Zeile liegt mir auch so am Herzen, dass du die genommen hast, freut mich besonders. Ich empfinde das insgesamt als Wertschätzung. Es gibt ein Gedicht, das ich für meine Eltern geschrieben habe, das mir oft geschickt wird als Foto von einem Tattoo. Und dann schreiben die Menschen oft dazu eine Geschichte, die sie mit ihren Eltern verbindet. Das sind Sachen, die mich auf jeden Fall sehr rühren. Ihre Eltern sind auch diesmal wieder dabei, direkt hinter Ihnen. Also herzlich willkommen. Der Einzige, der fehlt. Der Einzige fehlt, ist der Hund leider. Den haben Sie draußen gelassen. Haben Sie denn selber auch ein Tattoo? Ich habe kein Tattoo, nein. Peter, Maffei hat doch ganz viele. Haben Ihre ganzen Tattoos auch wirklich Bedeutung? Ja. Welches war das? Welches ist das mit der meisten Bedeutung? Mit der stärksten Bedeutung für Sie? Und ich möchte es sehen. Wie spät haben wir es? Mitternacht. Eins ist sichtbar. Das ist dieses hier am Hals. Okay. Das ist sieht aus wie so ein Tribal, ne? Oder? Was nein, das ist ein, was ist ein, das? Ein Hahn. Ein Hahn? Ja. Es gibt einen Song von den Rolling Stones, der heißt Little Red Rooster. Aha. Und der hat mir hat die Gruppe sowieso immens gefallen. Das war irgendwann ein kleiner Leuchtturm für mich. Und aus diesem Lied ist unser Studio, unser Musikstudio entstanden, was eigentlich die Zelle unserer Arbeit ist. Und damit man das wieder erkennt, habe ich das jetzt. Mhm. Okay, werde ich jetzt immer darauf achten, wenn ich Sie sehe. Aber was mich auch mal interessieren würde, Giovanni, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir moderieren seit 9 Jahren zusammen. Hast du eigentlich ein Tattoo? Oh, das ist aber eine sehr intime Frage. Also Herr Di Lorenzo, wenn Sie sich
Männermarmelade in chinesischen Schriftzeichen tätowieren lassen möchte. Sieht das bedeutungsschwanger aus? Ja, genau. Vielleicht mal gut. Ich habe also ganz ehrlich ein einziges. Zeig. Jetzt so ein Arschgeweih bei Giovanni Di Lorenzo. 3-9. Yes. Das wär's. Es war ein schwacher Moment in meinem Leben. Du warst betrunken? Nein, es ging um eine Frau, die mich sehr beschäftigt hatte. Okay. Kann man es zeigen oder nicht? Boah. Also es müsste ja eigentlich der Name deiner Mutter sein, ne? Wenn ich richtig zugehört habe. Willst du es wirklich sehen? Ja. Na gut. Oh. Wow. Wobei, wenn es um Zeilen geht, müsste da eigentlich stehen, statt I love Judith, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Das hätte dich bestimmt mehr gerührt, oder? Ja, also, aber es war nicht genug Platz. Ich verstehe das. Was ist etwas, von dem du sagst, du hast jetzt schon so früh so viel erreicht und so viel Wirkung erzielt, was ist etwas, wo du sagen würdest, wenn das vorbeikommen würde, dieses Glück, das an meine Tür klopft, da möchte ich zugreifen, in dem Sinne, den Mario Adorf gerade beschrieben hat und auch Herr Grossmann. Schöne Frage. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich für mich eher was Abstraktes. Also ich würde mich gerne so frei benehmen und fühlen, wie ich bin. Und vorhin war viel die Rede von Familienliebe und Hoffnung. Und ja, das sind so Sachen. Aber ich meine, Sie sagen, Sie sind jetzt 26, glaube ich. Sie sagen, Sie kommen jetzt in ein Alter, ich meine, Mario, das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie kommen in ein Alter, wo Sie eigentlich nur noch das machen möchten, was Ihnen wirklich wichtig ist und alles andere, Menschen, Dinge, die irgendwie Sie Zeit kosten, nichts bringen, einfach eliminieren können. Können Sie nicht mir 2, 3 Tipps geben, wo man da anfängt? Ich glaube, das ist was sehr, sehr Individuelles. Ich glaube, nicht umsonst gibt es darüber viel Texte und Musik, rauszufinden, was einen glücklich macht. Mich macht meine Familie glücklich, so ein Abend wie heute, nette Menschen, gute Bücher. Julia, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie...